In diesem Video möchte ich mit dir über unser Schulsystem sprechen. Und zwar über die Schattenseiten dieses Systems, welches die Menschen versklavt. Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video reden wir über unser Schulsystem. Ja? Warum unser Schulsystem und warum so viel Dramaturgie, dazu werden wir gleich zu sprechen kommen. Ja? Bevor wir gleich starten, ich möchte dich um eine Sache bitten. Wie du vielleicht weißt, hatte ich in den letzten, also Anfang des Jahres, einen schweren Motorradunfall und hatte auf beiden Händen einen Gips und konnte viele Monate kein Video produzieren. Und dann hat YouTube meinen Kanal genommen und hat ihn zerquetscht und der Algorithmus hat nicht mehr gegriffen und deswegen werden meine Videos kaum noch gesehen, also nicht mehr so wie früher. Und deswegen würde ich dich bitten, mir einfach einen Kommentar zu schreiben, und zwar am besten, was hältst du von unserem aktuellen Schulsystem und was schlägst du vor für ein besseres System? Schreib es mir einfach unten in den Kommentar rein. Wenn du das nicht schreiben willst, dann schreib einfach irgendwas oder mehrere Kommentare, um einfach den Kanal wieder gemeinsam aufzubauen, die Community wieder aufzubauen. Und gib ein Like oder teile das Video an deine Freunde. Ja. Gut, dann lass uns starten mit der Schattenseite unseres Schulsystems. Ja, ich habe hier ein paar Sachen aufgeschrieben, die würde ich gerne mit dir durchgehen. Ja. Einmal, wenn man sich das Schulsystem genauer ansieht, dann sieht man sehr schnell, dass das Einzige, was dort wirklich geschult wird, ist das Ego. Die Seele des Kindes wird komplett vernachlässigt und es wird lediglich das Ego aufgebaut. Und deswegen sagen auch viele Kinder, wenn die in die Schule kommen, dann verlieren sie ihre spirituellen Fähigkeiten, ihre Wahrheit, den Zugang zur Intuition. Das verschwindet alles, weil die Seele in der Schule komplett weggelassen wird. Ja. Es ist sozusagen alles nur auf das Ego ausgerichtet. Ja. Wie ich schon gesagt habe, die Intuition wird komplett vernachlässigt. Ich finde, wenn man in die Schule kommt, sollte man Körper, Geist und Seele anfangen zu lernen. Man sollte den Kindern anfangen beizubringen, wie sie wirklich lernen. Weil es wird nur irgendwelches Material, irgendwelcher Stoff durchgeballert. Aber anstatt dass man die Kinder sich ausrichtet auf Talente, auf Fähigkeiten, auf ihre Stärken, wo sind sie gut und wie können wir das fördern, das wird komplett vernachlässigt. Manche Kinder sind so talentiert, aber nur weil sie in Deutsch oder in Englisch nicht gut sind, sind sie schlechte Schüler, erzeugen damit ein schlechtes Selbstwertbild und laufen dann wie komplett wie Sklaven durch die Welt und haben ein miserables Leben, nur weil in der Schule gelehrt wurde, du bist das nicht wert, du kannst das nicht, ja? Obwohl sie ein Megatalent hätten für alles andere. Ja? Da wird halt nicht auf die Talente geschaut und auf ihre Berufung und auf ihre Fähigkeiten. Ja? Das finde ich sehr, sehr traurig. Ja? Also Berufung und Talente werden komplett ignoriert. Man bringt auch den Kindern nicht bei, wie man wirklich lernt. Gehirngerechtes Lernen. Wenn man sich den Unterricht ansieht, man sitzt halt den ganzen Tag da. Die Kinder haben vielleicht das Bedürfnis, sich zu bewegen oder so, aber dann muss man halt wirklich diese stundenlang da sitzen und sich nicht bewegen. Das ist gegen jegliche Form von Logik und Gehirnforschung, was Lernen angeht. Ja. Man sollte eigentlich in den ersten Klassen den Kindern beibringen, wie man wirklich lernt, wie man Superlearning integriert, schnelles Lesen beibringen und referieren und solche Sachen, Selbstbewusstsein, Aufbau, solche Sachen, darum geht es eigentlich in den ersten Jahren und nicht um irgendwelche Sachen, die man später eh nicht im Leben braucht. Ja. Das ist so meine Meinung. Ja. Dann, den Menschen werden unnötige Informationen in das Gehirn gesetzt, damit sie sich wie Roboter fühlen und dem System ein guter Diener sind. Ja. Ich will jetzt, wie gesagt, nicht gegen die Schule sprechen. Es ist einfach nur das, wo ich sage, das ist mir so ein bisschen durch die Gedanken gekommen und man könnte das doch ein bisschen modernisieren, die ganze Sache. Ja. Es werden sozusagen Arbeiter geschaffen. In den Schulen wird Menschen nicht beigebracht, wie man Unternehmer wird, worauf es ankommt. Ja. Da werden keine Externen geholt, die dir Input aus dem wahren Leben holen, sondern es ist ein altes System, was nicht modernisiert wird und einfach nur immer die alten Konzepte und Strukturen durchgewälzt werden. Ja.
Wissen über Umgang mit Geld, Wissen über Beziehungen, über Selbstständigkeit, über Gesundheit wird komplett ausgelassen. Aber das ist doch das, was die Schüler brauchen, wenn sie aus der Schule kommen, starten sie in ihr Leben und haben keine Ahnung, wie sie mit Geld umgehen, wie sie mit Selbstbewusstsein umgehen, wie sie ihre Talente rausfinden. Man sollte, bevor man sozusagen aus der Schule kommt, ein eigenes Schuljahr machen, wo man sich nur mit seinen Talenten beschäftigt, mit seinen Fähigkeiten, damit, wie man seine Berufung findet, mit seinen Schwächen, wie man aus den Schwächen Vorteile ziehen kann, wie man Menschen helfen kann. Also da gibt es so viele Sachen, die man ausarbeiten sollte. Also man kann sich ein ganz einfaches Konzept, du nimmst dir einfach so Karteikarten und schreibst auf deine Karteikarten deine Werte drauf. Wofür stehst du? Welche Metaprogramme haben die Kinder? Welche Systeme haben die? Wie funktionieren sie? Wie können sie Emotionsregulation machen? Da gehören Psychologen in die Schule, die den Kindern beibringen, wie Psychologie funktioniert, wie das Gehirn aufgebaut ist, wie das Gehirn, wie die Reaktionen sind, wie man seine Emotionen reguliert. Und so, da gibt es so viele wichtigere Sachen, was man in der Schule beibringen könnte. Ja? Dann auch Gesundheit und Ernährung sollte auch in der Schule für mich persönlich beigebracht werden. Dann finde ich nicht gut, dass die Geschichte, wie sie, aus meiner Sicht ist die Geschichte, die in der Schule beigebracht wurde, eine manipulative Geschichte. Das sind einfach falsche Informationen. Ja. Dann eben unnatürliches Lernen, man kommt nicht in den Flow hinein. Ja. Dann gezwungen, Sachen zu lernen, mit denen man sich nicht interessiert, die man später auch im Leben nicht braucht. Ja. Dann eben das Zusammenspiel zwischen Körper, Geist und Seele wird nicht beigebracht. Dann Gleichaltrige sollten von lernen von Gleichaltrigen, aber besser wäre, wenn man ältere Schüler und jüngere zusammentut, vielleicht einen Zwischenunterricht macht, wo einfach die Älteren und die Jüngeren zusammen sind, damit die Jüngeren von den Älteren lernen können und die Älteren auch von den Jüngeren lernen können. Ja? So wie die Eltern von ihren Kindern mehr lernen als von irgendwelchen Erwachsenen. Ja? Man wird gezwungen zu sitzen wie ein Roboter. Intuition wird abtrainiert in der Schule. Ja? Und dann finde ich, das Schlimmste ist das Benotungssystem. Es ist nicht mehr zeitgemäß. Ja? Daraus entstehen viele Ängste, etwas falsch zu machen. Du bist es nicht wert, geliebt zu werden. Wenn du gute Noten hast, und wenn du keine guten Noten hast, dann bist du es nicht mehr wert. Also da wird der Fokus auf die Leistung und die Konditionierung gesetzt. Und ich finde, das ist absolut der falsche Weg. Wir sind in einer modernen Zeit. Die Zeit verändert sich. Und es wird jetzt Zeit, an diesem System etwas zu verändern. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Video gemacht habe. Nur so ein paar Gedanken. Ich könnte noch ein ganzes Buch darüber schreiben, was man tun könnte und was man da so sieht und wie man es optimieren könnte. Aber ich glaube, da gibt es genug andere Menschen, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Ich möchte nur einen kleinen Impuls setzen, dass man sich da mal ein paar Gedanken in die Welt setzt. Ja. Unabhängig davon finde ich es auch nicht korrekt, dass in der Covid-Zeit die Kinder die ganze Zeit einen Mundschutz aufhaben, weil man atmet den ganzen Tag die eigene Luft ein, dass das nicht gut fürs Gehirn ist, da muss man kein Mediziner dafür sein. Das ist sowieso das, was ich, das ist für mich eigentlich Gewalt, und die das verursacht haben, dass die Kinder sowas tragen, gehören eigentlich, wenn wir ganz offen und ehrlich sind, ins Gefängnis. Ja. So viel dazu. Wenn du eine ähnliche Meinung bist, dann würde mich deine Meinung wirklich sehr, sehr interessieren, was du vom Schulsystem hältst. Also schreib es mir unten in den Kommentaren rein. Und wie gesagt, teile das Video an deine Freunde, gib mir ein Like und wir sehen uns im nächsten Video. Es wird sehr, sehr spannend. Mich würde einmal interessieren, wie viele Realitäten es überhaupt gibt. Unendlich viele. Es sind zwar sehr viele, jedoch ist Bewusstsein unendliches Potenzial. Dieses erschafft Welten und wiederum weitere Individualitäten, die sich darin ausdrücken und erfahren. Auch diese Individualitäten können in einzelnen Welten eigene Spiele, also Welten, erschaffen und sich gemeinsam darin ausdrücken. Somit ist das Ganze ein sich selbst potenzierendes System, welches immer größer wird und sich in die Unendlichkeit ausdehnt. Realitäten sind in Wirklichkeit nichts anderes als Bewusstseinszustände. Zustände werden erschaffen durch Gedanken und Emotionen und der daraus resultierenden Wahrheiten. Ihr könnt sozusagen
unendlich viele Wahrheiten bilden und damit euch in unendlich viele Zustände befördern. Eure Gedanken sind euer Schwert. Es ist das Gedankenschwert. Es hilft euch, in der Suppe dieser Zustände wie in einem Boot zu manövrieren.